Entschuldigung. Guten Morgen. Was für eine Aussicht habe ich hier? Ich habe gerade gut in meinem Hotel gefrühstückt. Ich kann dieses Hotel hier nur empfehlen. Ganz klar, ist ja auch meins. Und ich genieße jetzt mal diese schöne Aussicht über meine Stadt. Ich stehe hier auf dem Hotelbalkon und schaue mir das an. Das Einzige, was mich stört, ist ein bisschen die Uhrzeit und die Geldanzeige. Und in dem Video möchte ich euch zeigen, wie ihr im Ski-Region-Simulator und auch im Landwirtschaftssimulator zum Beispiel, was ist denn hier passiert? Die warten jetzt alle auf mein Snowmobil oder wie? Na gut, möchte ich euch zeigen, wie man die Uhr ausschaltet und auch die Geldanzeige, dass ihr für eure Filme und für Screenshots eine wunderschöne Aussicht habt, ohne diese störende Anzeigen. Na gut, diese bleiben erhalten, aber das ist ja nicht so schlimm. Das kann man bestimmt auch noch ausschalten, muss man mal schauen. Die zweite Sache, die ich euch zeigen möchte, ist folgende. Ihr könnt in eurer Map fliegen. Anders wäre ich ja nicht in dieses Hotel hochgekommen. Auch das ist sehr gut, um Videos zu machen von eurer Map, um ein bisschen Übersicht zu haben. Ein sehr nettes Feature. Und wie das funktioniert, das zeige ich euch jetzt. Als erstes müssen wir eine kleine Datei im Spiel ändern und ich zeige euch das jetzt mal am Beispiel von dem Landwirtschaftssimulator. Und meine Aufnahme bezieht sich auf Windows 7. Ich gehe jetzt mal auf Dokumente, Mein Games und hier auf Farming Simulator 2011. Dieses Verzeichnis kennt ihr vielleicht, weil hier auch die Mods drin liegen. Also wenn ihr irgendeinen Mod euch runterladet, müsst ihr es in dieses Verzeichnis reinkopieren. Aber wir bleiben hier in dem Hauptverzeichnis und suchen die Datei game.xml. Wichtig ist, bevor ihr überhaupt eine Änderung macht, immer eine Kopie davon machen. Ich klicke mal die Datei mit der rechten Maustaste an, gehe auf Kopieren, dann gehe ich auf hier die freie Fläche hier, klicke es nochmal rechts an und gehe auf Einfügen. Und dann erstellt mir Windows automatisch diese Kopie. Die klicke ich nochmal rechts an, gehe auf Umbenennen und ändere das, dass es genauso heißt wie unten drunter und schreibe noch dazu Original. Das ist einfach für mich, dass ich weiß, dass hier die Datei ist absolut gleich, bloß das hier ist die Originaldatei und jetzt kann ich so viel Blödsinn machen, wie ich möchte und wenn hier irgendwas schief geht, ich habe immer noch die Originaldatei und kann die einfach wieder die hier oben löschen und die wieder zurückbenennen und dann wäre es so, als hätten wir nichts gemacht. Aber wir machen ja keinen Blödsinn und deswegen geht es jetzt direkt weiter. Ich drücke nochmal mit der rechten Maustaste drauf und habe einen Punkt bearbeiten. Dann geht bei mir automatisch der Texteditor auf und dann schauen wir nach zwei Einträgen, die sind ziemlich am Schluss und leicht zu finden. Und zwar einmal ist es die Konsole. Die sollte hier auf True stehen und hier haben wir noch Controls und die ändern wir auch auf True. Wichtig ist, dass wir hier keine Leerzeichen drin haben oder sonst was, sondern direkt dazwischen True und auch nichts anderes ändern. Wie gesagt, wenn irgendwas schief geht, habt ihr immer noch die Originaldatei und könnt es einfach nochmal versuchen. So, ich speichere das. Und das war schon die ganze Arbeit. Und ich zeige euch mal, wie das jetzt im Spiel aussieht. Noch ein kleiner Nachtrag. Wir waren jetzt gerade eben in diesem Verzeichnis vom Landwirtschaftssimulator. Das gleiche ist genauso auch mit dem Skiregionssimulator. Auch da auf Dokumente, Mein Games, Skiregionssimulator. Hier sind mehr Dateien drin. Ich habe das schon länger gespielt. Und auch hier ist diese GameXML, die habe ich auch schon umbenannt. Und auch hier sieht es genau so aus. Zwei Sachen schauen. Einmal Konsole sollte auf True stehen. Das ist normalerweise schon
vorgegeben und hier auch Controls ändern auf True. Ich mache das mal ohne zu speichern. Und das ist genau das gleiche, was ich eben beim Farming Simulator gemacht habe. Habe ich jetzt hier auch bei dem Skiregion Simulator, na komm hier, gemacht. Und es funktioniert genauso. Und wahrscheinlich auch bei den anderen Spielen von Giant Software. Okay, gehen wir jetzt mal zum Spiel. Wir sind jetzt ganz normal auf dem Bauernhof. Rein theoretisch hat sich für uns jetzt nichts geändert. Wir können genauso spielen wie vorher auch. Und diese kleine Änderung in der Datei hat im Moment für uns überhaupt keine Auswirkung. Das Einzige ist, wir könnten, wenn wir wollten, auf die Konsole zugreifen. Jetzt ist die Frage, was ist denn überhaupt die Konsole? Und ich möchte es mal so erklären, dass es unter anderem eine Möglichkeit ist, für den Entwickler in das Spiel einzugreifen, um besser testen zu können. Ich zeige euch jetzt mal einfach ein Beispiel, was ich damit meine. Ihr braucht euch da noch nicht großartig reinzuschauen. Das ist einfach nur, um zu zeigen, um was es geht. Ich erkläre später, was ich mache. Kleinen Moment. Ah, zu schnell. Wie ihr jetzt oben rechts auf dem Bild seht, ist eine Uhr. Es ist jetzt momentan 7 Uhr. Wenn ich jetzt aber irgendwas testen möchte in der Nacht, könnte ich jetzt einfach warten, bis die Uhr hochgelaufen ist, bis es Nacht ist. Ich könnte aber auch als Tester diese Funktion hier aufrufen, dann dieses GSZ Daytime auswählen und hier einfach 22 eingeben. Und schon haben wir 22 Uhr. Und ich kann jetzt ganz normal weiterspielen, als wäre nichts gewesen und meine Sachen testen, wie hier zum Beispiel das Licht oder so. Das mache ich jetzt nochmal rückgängig. Wieder zu schnell. Na, hier. Und jetzt nehmen wir einfach mal 9 Uhr. Und jetzt ist wieder hell. Ihr seht auch hier sind noch verschiedene andere Sachen eingeblendet. Ungefähr in der Mitte mit diesen zwei Strichen sieht man, dass ich zum Beispiel den Map Viewer von Fox Alpha installiert habe. Das ist also ein Mod. Und hier zeigt er mir einfach an, dass es gestartet ist, initialisiert ist und unten, ein bisschen weiter unten sehe ich es auch, dass er es komplett geladen hat. Und das sind so Informationen, die für Entwickler wichtig sind, aber für uns hat das jetzt keine großartige Bedeutung. Aber ich wollte euch nur mal zeigen, für was diese Konsole überhaupt gedacht ist. Und wir nutzen diese Funktion natürlich auch aus. Und zwar zeige ich euch mal erstmal, wie ihr zu dieser Konsole kommt. Oben auf eurer Tastatur habt ihr ja die Zahlen 1 bis 0. Und links von der 1 ist so ein kleiner Kreis und so ein kleines Dach. Wenn ihr auf diese Taste drückt, seht ihr als erstes mal diese Anzeige. Und wenn ihr jetzt nochmal drauf drückt, seht ihr eine Eingabeaufforderung. Und hier könnt ihr jetzt praktisch die Befehle eingeben wie GSZ Daytime. Wichtig dabei ist die Groß- und Kleinschreibung. Aber weil sich das keiner merken kann, drücken wir auf die Tab-Taste. Und dann werden diese Befehle, die es hier existiert, uns angezeigt. Unter anderem, wenn ich jetzt mal ein bisschen drücke, finde ich hier dieses GS-Toggle Fly and No HUD Mode. Und wenn ich jetzt Return drücke, ist dieser Mode jetzt praktisch aktiviert. Ich drücke jetzt nochmal diese Dachtaste und jetzt ist es wieder so, als wäre nichts gewesen. Ich kann wieder ganz normal spielen. Aber im Hintergrund ist jetzt diese Funktion aktiviert. Und das zeige ich euch mal am Beispiel von dem Traktor. Oben rechts seht ihr jetzt die Uhrzeit und unten rechts seht ihr jetzt die Kilometeranzeige und so weiter. Wenn ich jetzt natürlich einen Film aufnehme oder ein Video aufnehme, möchte ich diese Anzeige nicht haben.
Die stört ja nur und deswegen drücke ich die O-Taste und schon ist diese Anzeige weg. Ich steige mal hier wieder aus, ist mir viel zu laut und auch das Förderband stört mich jetzt, gehe ich mal ein bisschen weg. Und jetzt könnt ihr diese ganze Welt ohne diese Anzeige sehen. Und wenn ich wieder die O-Taste drücke, dann wird die Anzeige wieder angezeigt. Bei mir ist es aufgefallen, dass ich jetzt diese andere Anzeige noch habe. Ich habe da noch nicht lange getestet, ob die auch wieder weggeht, diese in der Mitte. Aber wenn ich ja Videos aufnehme, will ich hier überhaupt nichts angezeigt haben. Also ich weiß nicht, ob das ein Fehler ist oder so, aber für meine Zwecke ist es nicht nötig, dass ich dann wieder zurückgehe und dann stört mich diese Anzeige da oben nicht. Vielleicht geht die auch automatisch weg, wenn ich irgendwas anderes aufrufe, kann ich jetzt nicht zeigen. Eine weitere Funktion ist die J-Taste. Wenn ich die drücke und dann auf Q drücke, habe ich den Flugmodus aktiviert. Mit Q geht's hoch, mit E geht's runter. Und mit den bekannten Tasten WASD kann ich mich hier wieder frei in der Welt bewegen. Und wenn ich jetzt noch mal ein bisschen hochgehe und drücke jetzt wieder die J-Taste, dann ist der Flugmodus ausgeschaltet. Dieser Flugmodus, gehen wir wieder auf J, ist interessant, wenn man Luftbilderaufnahmen machen möchte, eine Map vorstellen möchte und so weiter und so fort. Und zum Glück bei den Simulatorspielen kann einem nichts passieren, wenn ich den Flugmodus wieder ausschalte, gibt es keinen Sturzschaden oder so, also brauchen wir da auch keine Angst zu haben. Das sind so zwei Möglichkeiten, mit denen ihr rumspielen könnt. Und wenn ich jetzt nochmal zweimal die Dachtaste drücke und drücke hier wieder auf Return, dann seht ihr, dass der Modus von wahr auf falsch oder false umgestellt ist. Das heißt also, ich drücke jetzt nochmal die Dachtaste, um das wegzuhaben. Ich kann jetzt momentan nicht mehr fliegen und es ist so, als wäre nichts gewesen, bis auf dieses komische, störende Ding. Aber wie gesagt, wenn ich Videos aufnehme, gehe ich nicht wieder zurück in den anderen Modus, also stört's mich nicht extrem. Und wenn ich das Spiel neu starte, ist auch diese Anzeige wieder ganz normal. Also ich kann damit leben. Vielleicht gibt es irgendwie, dass man das auch wieder wegschalten kann, kann ich jetzt momentan nicht zeigen. Okay, das war's mal. Ich hoffe, ich konnte euch damit helfen und ihr habt ein bisschen Spaß damit. Und vielleicht kommt ihr auch mal an Stellen, wo man normalerweise nicht seht. Ist mal interessant zu wissen. Was mich noch interessiert aber jetzt, ich bin ja ein kleines Spielkind. Was passiert, wenn ich im Traktor sitze und den Flugmodus aktiviere? Ich habe da aktiviert. Nochmal runter. Ne, im Traktor kann ich nicht fliegen. Hier kann ich fliegen, aber wenn ich drin hocke, geht's nicht. Ist wahrscheinlich zu schwer, um zu fliegen. Okay, wie gesagt, ich hoffe, ich konnte euch damit ein bisschen helfen. Habt viel Spaß mit und man sieht sich. Ciao.